Ich werde Sie Kaiserin Sissi vorstellen, seine richtige Name ist Elisabeth Wittelsbach. Sie wurde am 24. Dezember 1837 in München geboren. Sie heißt Kaiserin des Reisens und der Einsamkeit. Durch ihre Heirat im Jahr 1867 wurde sie Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn. Sie ist bekannt, dass die Kaiserin Sissi ein traurig und deprimierendes Leben geführt hat. Sissi langweilte sich am Hof, damals waren seine Leidenschaften Reisen, Poesie, Reiten und Gymnastik. Außerdem wird es in Ungarn populär. Vor ihrer Ehe hatte sie eine Liebesgeschichte mit einem Mann, Richard, der kurz darauf starb. Sissi wurde langsam dépressive. Sie heiratete, es war keine Freunde mit François, aber sie hatte 4 Kinder. Sie wird Kaiserin und das sehr strenge Protokoll hindert mich daran, ein Privatleben im Hof von Wien zu führen. Sie reiste 1860, um ihre Krankheit zu behandeln und machte eine Kreuzfahrt. Sie verleiht ihre Eltern, ihre Cousins, ihre Tochter und sogar ihren Sohn Rodolphe. Kurz danach, im Jahr 1889, was macht sie noch dépressiver? Sie wurde am 7. September 1898 von Ludwig Lucchini in Genf in der Schweiz ermordet.